Was ist das denn? Okay. Was haben wir hier? Keine relevanten Daten. Aber das sieht sehr faszinierend aus. Und ja, wir sollen uns erst einmal eine Glyphe suchen. Ich möchte mich aber auch in aller Ruhe hier umgucken. Ne? Und das hier sieht aus wie ein Shuttle. Komme ich da rein? Ein Shuttle. Ziemlich ramponiert, aber raumtauglich. So ramponiert schaut das gar nicht aus. Wieso komme ich da nicht rein? Naja gut, laut Scan ist ohnehin nichts drin. Also was soll's. Ja, es gibt nicht allzu viel zu tun hier, wie es scheint. Wir gucken uns also das hier an. Ich weiß es nicht. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Ja. Öffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Einfahrbarer Schild, was? Dicke ca. 17,5 cm, Zusammensetzung unbekannt. Schaltkreis aus Element Zero. Scan abgeschlossen. Nett. Das war's, oder wie? Aber was hat's mit dieser Energieleitung auf sich, die da hochführt? Haben wir da oben vielleicht irgendwas Brauchbares? Pass mal auf. Ich versuche jetzt mal da hochzuklettern. Sehr schön. Und auf der anderen Seite wieder runter. Genau. So macht man's. That's Pro Gaming. Komm ich da rauf? Was? Ich komm da nicht rauf. Wie? Ich komm da nicht rauf. Du willst mich aufhalten. Na, es ist ja nicht wahr. Das ist ja echt nicht wahr. Dass die anderen mir aber auch alles nachmachen müssen. Weißt du, komme ich hier hinten hoch? Ha, siehst du. Ja, siehst du, so funktioniert das doch gleich viel besser. Ich weiß noch nicht, ob das. Aber der Blick ist großartig. Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Oh, ist das eine dieser Glyphen? Es scheint fast so. Zu professionell für einen Bergungsgutsammler. Wer studiert diesen Ort sonst noch? Aber das Zeug ist definitiv von uns. Es ist also nichts, wo man sagen könnte, die Cat hätten das hier hergebracht. Hm. Okay, ich scanne mal hier die Glyphen. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Unbekannte Glyphe wird analysiert. 37% Binärcode, 21% unbekannter Datentyp und 19% EEG analoge Basislinie. Aliensprache eines Codes. Das erinnert ein bisschen an No Man's Sky. Hier mit den komischen. Wie war das noch mit den Monumenten, die man finden musste? Ich weiß es nicht. Autsch. So, schauen wir mal, ob das genügt für den guten Sam. Dann interagieren wir noch einmal. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wirkt instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Der Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Was? Warte. Nein! Weg da! Oder ich lege sie um! Wow, okay. Ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben. Aber Sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich hab sie jetzt mal nicht weggestoßen. Ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen.
Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte Sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber Sie sind real, hm? Nee. Ganz sicher? Was ist mit Ihnen? Ganz sicher? Reißen Sie mich doch nochmal um, nur um ganz sicher zu gehen. Nein, muss ich nicht. Sie sind eindeutig körperlich und sogar ziemlich stabil gebaut. Liegt am Anzug. Na, sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Ach, krass. Oh Mist. Ich kenne diese Dinger. Von Habitat 7. Ah! Schalten Sie sie erstmal aus. Behalten Sie den im Visier. Die machen kleine Bots. Die machen kleine Bots? Viech! Ich mag keine Gegner, die sich während einem Kampf fortpflanzen. Verdammt! Assembler, aha. Entdeckung! Jetzt weiß ich auch, warum die Munitionskiste da hinten steht und die Gesundheitskiste. Hab ihn! Ich brauch Gesundheit. Bin gleich wieder da. Oh, warte mal, der Ton ist bei mir weg. Jetzt ist er wieder da. Ich habe so einen dämlichen Mute-Button an meinem Headset, da komme ich hin und wieder hin und dann höre ich nichts mehr. Erledigt. Wo sind sie? Da ist er. Wie süß! Die Bots sind süß. Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots. Das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als Phoebe auch besser. Ja, freut mich, Sie kennenzulernen. Danke für Ihre Hilfe mit diesen Dingern. Ich bin Ryder. Sie sind mir ein Rätsel. Ich studiere diese Glyphen seit Monaten. Sie kommen an und puff, gelöst. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pinkt er die anderen an. Wenn sie die ebenfalls aufwecken, führen sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Das käme Ihnen gelegen, also folgen wir der Spur. Genau, wir folgen der Spur. Ich trau dir einfach mal, weil die ist ohnehin von der Initiative. Ich hoffe nur, dass sie nicht von den Rebellen ist, die sich gegen die Initiative gewandt haben am Anfang. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Es gibt noch mehr? Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Ja, Weltraumzecken, die sich nicht überfahren lassen, diese scheiß Mistdinger. Apropos, wir haben da ja noch eine Rechnung offen mit den guten Kollegen, ne? Ah, da ist schließlich unser rechtes Triebwerk geliefert. Kann ich mit ihr eigentlich quatschen? Phoebe? Phoebe? Genau, hier. Faszinierend, Ja. Sind Dinge wie diese auch für Sie der Grund, morgens aus dem Bett zu steigen? Für gewöhnlich stehe ich morgens nicht auf und denke mir, ja geil, Weltraumzecken, aber okay, unbedingt. Alien-Geheimnisse auf feindlichen Welten lüften? Da fragen Sie noch? Ha, ein Mann nach meinem Geschmack. Folgen Sie meinen NAV-Punkten und ergründen Sie die Monolithen. Dann bekommen wir beide Antworten. Ach du heilige Reliktbots, Ihr Name habe ich schon wieder vergessen. Auf Wiedersehen, andere Besucher. Gibt's noch andere Besucher? Das wäre eigentlich eine gute Frage. Haben außer Ihnen noch andere Leute ihr Lager auf Eos aufgeschlagen? Da wären die Cat, Clancys Bergungstrupp und ein zorniger alter Mann. Cool. Von wem reden Sie? Sagen wir, er ist hier, um Cat zu erledigen
und es ist ihm egal, wessen Geräte er dabei zertrampelt. Oha, okay.